Ich zeige dir in diesem Video, wie Ankerlinks funktionieren. Das ist nämlich gar nicht so easygoing, wenn man das nicht schon mal gemacht hat und keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Vorweg, Ankerlinks sind dazu da, dass man auch innerhalb einer Seite untere Teile verlinken kann. Das heißt, wenn du auf Link klickst, kommt normalerweise immer eine neue Seite. Aber oft möchte man ja einfach innerhalb einer Seite auf einen bestimmten Unterabschnitt schicken, statt auf eine andere Seite. Und das funktioniert mit Ankerlinks, auf Englisch Anchor Links. Und wie das funktioniert, zeige ich dir hier in diesem Video. Wir befinden uns jetzt hier in einer Squarespace-Website und ich zeige dir hier an dieser Stelle, wie das funktioniert. Wir haben hier einfach eine leere Demo-Seite und wir nehmen jetzt einfach mal den Case, dass du zum Beispiel eine Seite hast. Hier steht XY und dann direkt zum Angebot und dann gehst du runter. Und was du machen musst, wenn du sowas machen möchtest, also wenn man zum Beispiel hier draufklickt, möchtest du, dass das direkt hier runter springt. Das ist ein typischer Case von einem Ankerlink und ich zeige dir auch genau, wie das geht. Was du machst, ist, du gehst an den Ort, wo dein Wort deiner Wahl erscheinen soll und fügst einen Block hinzu. Und zwar keinen Text, sondern einen Codeblock. Das heißt, du hast hier so einen kleinen Codeblock, den ziehen wir mal hier rüber. Und in diesen Codeblock trägst du das Folgende ein. Nämlich dieses Stückchen. Und was das bedeutet, ist, H2 ist die Größe. Das heißt, dieser Text ist in Größe H2. Wenn du zum Beispiel Überschrift 3 willst, ist es H3. Wenn du Überschrift 1 willst, ist es das. Wobei du immer nur einmal Überschrift 1 pro Seite verwenden solltest. Also lieber H2, H3 und so weiter benutzen. Und was hier steht, ist das, was in dem Wort steht, also was sichtbar ist. Und dieses kleine Ding innerhalb der Gänsefüßchen, das ist die sogenannte ID. Und was das bedeutet ist, du nimmst im Prinzip ein kleines Codeblöckchen und sagst, dieses Codeblöckchen hat eine ganz eigene ID und zwar heißt das Angebot. Ist jetzt ein sehr unkreativer Titel. Wir könnten es auch zum Beispiel Angebot 1 oder sowas nennen, ist egal. Wir nennen es jetzt einfach Angebot. Dieses Ding sagt im Prinzip, wir haben jetzt ein einzelnes kleines Kästchen, das hat eine eigene ID. Und das sorgt dann dafür, dass du zu diesem kleinen Kästchen auch verlinken kannst. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir löschen das andere Ding und schieben das jetzt hier so ein bisschen dahin. Möglichst immer nicht überlappen. Das ist jetzt nicht perfekt designt, aber es ist egal für unsere Zwecke. Und was du dann machst, ist, du musst hier noch einen Link draufsetzen. Das heißt, entweder auf einen Button oder auf irgendein Wort kannst du einen Link setzen, wo du zum Beispiel schreibst, gehe jetzt direkt zu unserem Angebot. Und wie gesagt, entweder du setzt diesen Link hier drauf oder man könnte es auch den Text setzen. Das machen wir jetzt mal. Gehst auf das Linkzeichen. Und machst dann Folgendes, du gibst Hashtag ein und dann die ID, die du festgelegt hast. Das heißt, in unserem Fall war das einfach ganz normal Angebot. Wenn du es Angebot 1, 2, 3 oder wie auch immer genannt hast, dann musst du es halt so nennen. Das heißt, 1 zu 1 genau muss diese ID stehen, die du eben in diese Gänsefüßchen, also zwischen die Gänsefüßchen geschrieben hast. Dann gehst du auf Speichern, klicken wir mal auf Fertig und gehen hier drauf. Und wenn man jetzt hier drauf klickt oder da unten, hüpft man darunter. Und in diesem speziellen Fall ist es so, dass das nach oben gelegt wird, leider, weil es bis an die Kante hochgeht und weil wir die Einstellung haben, dass das Hauptmenü quasi stehen bleibt. Das heißt, wenn du das nicht möchtest, dass das da drüber liegt, weil das legt sich immer genau perfekt an die Kante, dann müsstest du das Hauptmenü so einstellen im Header, dass es sich nicht immer drüber legt, sondern dass es quasi weggeht, wenn man scrollt. Das ist nämlich so eine Art von festgesetztem Bild und das heißt, wenn man jetzt zu diesem Angebot hochgeht, dann ist diese Überschrift theoretisch weg und wenn du das nicht willst, musst du in die Header-Einstellung gehen. Das so als kleinen Nebensatz. So, und so funktioniert das. Das heißt, du hast jetzt hier auf der gleichen Seite, gehst du hin, wenn man auf Angebot klickt, geht man runter. Die nächste Sache ist, dass du dich wahrscheinlich auch dafür interessierst, wie ist das denn jetzt, wenn ich von einer anderen Seite dorthin linke, weil das hier funktioniert nur für die gleiche Seite. Das heißt, wenn du innerhalb von einer Seite runter auf dieses ID-Zipfelchen möchtest. Was ist aber, wenn du auf eine eigene Seite, also wenn du einen eigenen Link machen willst, wenn zum Beispiel jemand, der gar nicht auf der Seite ist, genau zu diesem Punkt finden soll? Und das funktioniert auch sehr, sehr einfach. Und zwar folgendermaßen. Und zwar guckst du, wie die URL der Seite heißt, auf der das drauf ist. Die URL von dieser Seite findest du unter dem kleinen Rädchen hier. Und diese URL ist einfach super simpel. Die heißt Ankerlinks. Das heißt, du hast diese URL hier und das ist im Prinzip dann deine Domain. Das in unserem Fall ist es dann eben deine Domain Schrägstrich, also wenn jetzt meine Domain ist viktoriaweber.de Schrägstrich Ankerlinks. Und was du dann machst, ist, du gibst das ein mit dem Schrägstrich und Hashtag dahinter. Und das zeige ich dir jetzt mal kurz, was ich da konkret meine. Und zwar ist das in diesem Format. Das heißt, du gibst, wenn du jemandem deinen Link geben möchtest, wahrscheinlich noch mit HTTPS,
So, das heißt, wenn du jetzt jemandem deinen Link geben möchtest und ihn genau auf diesen Zipfel führen möchtest, musst du deine Domain mit der Seite angeben und dahinter hängen / Hashtag-Angebot. Und was hier ein bisschen irreführend ist, ist, dass du in vielen Online-Tutorials finden wirst, dass dieser Schrägstrich da nicht dabei ist. Das führt aber oft zu Fehlermeldungen und dass es nicht funktioniert. Das heißt, dieser Schrägstrich muss davor. Und wenn du jemandem diesen kompletten Link gibst, wird der auf deiner Website, auf diesem Unterabschnitt dieser Website landen. Und das führt uns dann auch schon immer zur nächsten Frage, die wir bekommen. Wie mache ich denn das jetzt innerhalb meiner Website? Das heißt, es gibt oft den Case, dass man nur eine einzelne Landingpage hat. Das heißt, man hat nur eine, so einen One-Pager. Und innerhalb dieses One-Pagers möchte ich quasi ein Menü haben, was dann auf Unterseiten runterführt. Und das funktioniert auch sehr einfach. Dazu machst du nämlich einfach einen Link innerhalb deiner eigenen Seite. Und das heißt, du nimmst alles, was hinter deiner Domain steht, nämlich ab Schrägstrich, inklusive Schrägstrich, diese Sachen hier. Und in diesem Fall heißt das bei uns ja, das hieß, glaube ich, die Seite hieß Ankerlinks. Und nimmst diesen Teil hier, kopierst den. Und dann gehst du in deine Seite rein und nehmen wir jetzt mal an, wir wollen in die Hauptnavigation reinsetzen, einen Link dahin. Dann gehst du hier auf Link. Linktitel ist dann zum Beispiel zu den Angeboten und setzt dann diesen Link hier rein, speichern. Und dann, was passiert ist, es erscheint hier ein Link und wenn man da hinklickt, das habe ich schon gemacht, dann landet man eben an dieser Stelle. Und ich würde jetzt, wie gesagt, noch raten, diese Header-Sache zu klären und so weiter, aber so funktioniert das. Das heißt, hier, wenn man jetzt hier draufklickt, kommt man dann darunter zu diesen Sachen und hüpft da direkt hin. Und das ist ziemlich cool, das heißt, man kann im Prinzip mit einer einfachen One-Pager-Website 3 verschiedene Links machen, die alle auf die gleiche Seite führen, aber zu unterschiedlichen Abschnitten. Und das ist sehr, sehr cool. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt von mir. Es gibt auch sogenannte Inhaltsverzeichnisse, das heißt, du kannst es natürlich auch nutzen, um hier zu sagen, in dieser Seite geht es um dies und dies und dies. Das kann man manuell machen, es gibt aber auch ein Plugin. Das heißt, es gibt ein Plugin, was du dafür verwenden kannst. Das findest du im Ankerlink-Artikel auch verlinkt, das heißt, da kannst du das angucken. Denn viele Leute machen das manuell, aber es ist natürlich viel Aufwand, wenn du für jeden einzelnen Link, also stell dir vor, einen Blogpost mit 7 Unterthemen, wo du dann solche Sachen machen kannst. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Und hier habe ich ein kleines Beispiel, wie das zum Beispiel aussieht. Das heißt, du siehst, wenn man hier drüber fährt, dann geht das eben, also du siehst jetzt unten links ganz klein, siehst du diesen Slug, dass es innerhalb der Seite dann eben dieser Blogpost ist und dann hinterher dieser Hashtag. Und in diesem Fall, durch dieses Plugin, funktioniert es auch ohne das Schrägstrich. Das heißt, wenn du Probleme hast und es nicht funktionieren sollte, liegt es ganz, ganz oft daran, einmal ohne Schrägstrich vor dem Hashtag probieren, einmal mit Schrägstrich probieren. Da gibt es irgendwas Komisches bei diesen Squarespace-Seiten, was gerade irgendwie ein bisschen komisch ist. Das heißt, falls es bei dir nicht funktionieren sollte, könnte es sein, dass es daran liegt. Und ansonsten musst du darauf achten, dass du diese Code-Sachen, die ich dir eben gezeigt habe, 1:1 genauso machst. Das heißt, die Gänsefüße müssen da bleiben, diese ganzen Klammern müssen da sein, weil das sind so HTML-Begriffe. Wenn man da einen Teil vergisst oder so, dann funktioniert das halt nicht. Von daher sehr, sehr wichtig. Und ansonsten lässt sich das eigentlich relativ einfach damit machen. Und wie gesagt, innerhalb der Seite ist es sogar noch einfacher, weil da musst du dich über diese Schrägstrich-Sachen überhaupt gar nicht kümmern. Das heißt, du gehst hier einfach drauf und setzt Link, Hashtag und dann dein Unterthing. Das heißt, gerade wenn du innerhalb von einer Seite dich hoch und runter bewegst, super einfach. Ansonsten, wie gesagt, einen Link oben in das Hauptmenü setzen und dann funktioniert die Sache.